Everybody in the house, come on, let me hear you say, oh. My makeup will stay all night long. Mit der Hilfe von Kryolan, dem Setting Spray. I like my lipstick nude. Du-du-du. Because of my attitude. Daddy, daddy cool. Party people, party people, extra party, extra party. Oh, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier bei DJ CJ. Weiblich ist es DJ, aber egal. Ja, willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und für alle, die neu mit dabei sind, ein wundervolles Willkommen in der Gaga Gang, in meiner Gaga World. Und ja, ihr seid jetzt meine Bibilis. Apropos Bibilis. Mein Name ist Bibi, ich bin, wie ihr gesehen habt, 3,5 Jahre und liebe Make-up. Und nee, ich bin 43, werde bald 44 und in der Seele aber eben 3,5, maximal 5. Und für mich ist Make-up etwas, was Spaß machen soll, was ernst genug ist das Leben sowieso. Und das hier soll mir einfach nur Freude machen. Ich nehme Make-up nicht so ernst. Also ich nehme Make-up in dem Sinne ernst, dass ich euch Tipps, Ratschläge gebe und so weiter. Aber ansonsten soll es einfach nur Spaß bereiten. Eventuell Selbstbewusstsein auch erhöhen. Dass man sich schick machen kann für bestimmte Anlässe. Oder auch für den Alltag und so weiter. Du redest schon wieder so viel, aber egal. So, lasst uns beginnen. Genau, ich habe Primer schon oben. Und ja, heute geht's um The Body Sylvester Look. Kannst du normal sprechen? Heute geht's um den Sylvester Look. Das haben sie am Titel gesehen. Oh Gott, übrigens, verzeiht, falls ihr irgendwo Make-up-Flecken seht. Ich mache dieses Video gerade zum zweiten Mal, weil als ich das Video das erste Mal gemacht habe, Seton ist Katastrophe gewesen. Keine Ahnung, was passiert ist, aber Seton ist Katastrophe gewesen. Jetzt mache ich das Ganze nochmal. Und ja, mir ist heiß, ich ziemlich aus. No, God, please, no, no! Ich bin nicht nackig, ihr seht, ich habe was an. Und es, keine Sorge, ich ziehe nachher wieder diese Bluse an. Nur sexy BH zeigen, sexy BH. Meine Augen sind übrigens schon geprimed, dafür habe ich genommen den Vanessa Myricks Color Fix. Den Color Fix Nudes in der Farbe Nude 2. Wir lassen das, das wird sonst nichts mehr. Ja, und ich hoffe, es klappt. Ich habe mir eine Palette genommen, die ist schon ewig, ewig alt und ja, aber ich habe sie damals gern gehabt und sie liegt sehr lange schon da und ich kann mich von ihr auch nicht trennen. Die Meet Matte Trimony, egal, diese. Ihr kennt sie sicher noch alle, oder? Diese. Und anfangen möchte ich mit dieser Palette mit, ich überlege gerade, ich nehme, was nimmst du? Das hier als Grease-Farbe. So. Und setze mir das in die Crease. So, als nächstes gehe ich in diese Farbe. Das ist so ein dunkles Violett, wirklich dunkles Violett, fast schon Aubergine. Und den setze ich mir, ich hoffe man sieht es, beginnend am unteren, also am Wimpern, also eher unten am Lid hier. Und setze es mit tupfend aufs ganze Lid. Und wenn ich merke, dass kaum noch Produkt oben ist, gehe ich auch weiter in die Lidfalte. Ich war gestern auf Instagram live, während ich mich geschminkt habe. Das erste Mal war ich live auf Instagram. Und oh Gott, war ich nervös. Und nur durch eure Hilfe und eure Kommentare und die, was eben live dabei waren auf Instagram, das Video ist übrigens immer noch online. Ich habe es lassen, aber demnächst hole ich es wieder raus, weil ja, ich will mein Feed
auf Instagram, ich will ja professionell wirken. Und da will ich im Feed keine Live-Videos, keine langen drinnen haben. Ich mach Instagram zu YouTube. Es reicht nicht, dass ich lange Videos auf YouTube poste. Ich will sie auch noch auf Instagram haben. Auf jeden Fall, ich baue mir das lieber auf. Ich klopfe immer ordentlich ab. Auf jeden Fall war ich ja live. Und nur dank der Hilfe von euch ist die Nervosität vom Anfang, oh Gott, die, was am Anfang dabei waren, haben gesehen, wie nervös ich war, ist die relativ schnell verflogen, sagen wir mal. Genau, und da habe ich erklärt eben, dass ich bei Schlupfliedern oder reiferer Haut, wo die Haut schon sehr faltig ist und wenn sie dich dann nur noch so herumschieben lässt, ich glaube, bei mir sieht man das ganz leicht, bei mir ist es noch nicht so schlimm, man sieht es jetzt nicht, weil der Farbe oben ist, dieses Faltige da, was da, ihr wisst sicher, was ich meine, was da herum sich schiebt, wenn man das, man kann es tupfend auftragen, das Produkt, und wenn man eben sieht, dass das Produkt, es geht fast kein Produkt mehr ab und so weiter, ich nehme gerne so fluffige Pinseln dafür, so, das sind größere, ich nenne sie Pick-up-Pinseln, weil sie picken schön die matten Farben und sind groß und fluffig, man kann, auf der Seite habe ich zum Beispiel Farbe oben und auf der nicht. Und mit dem, wo Farbe oben ist, tupfe ich mir das rauf und es verblendet sich auch durchs Tupfen, indem auf der anderen Seite keine Farbe ist, verblendet es sich auch schön nach oben. Überlegen, soll ich das ein bisschen rausziehen? Ich nehme jetzt nur einen schrägen Blendepinsel, einen abgeschrägten. Und ziehe mir das ein bisschen so Cat-Eye-mäßig auch noch rauf. Und wenn ihr es noch mehr ausgeblendet haben wollt, geht entweder mit der Crease-Farbe nochmal drüber oder einem sauberen Pinsel könnt ihr nochmal drüber gehen. Oder eben, ich habe jetzt den, mit dem ich diesen Wing gemacht habe, abgesäubert in einem Handtuch hier. Und mit dem dann auch einfach so über die Kanten, dann blendet sich das auch schön aus. So, auf jeden Fall jetzt, wo ich das habe und so, wie gesagt, in etwa zufrieden bin, gehe ich mit einem abgeschrägten Pinsel. Ich habe mir da diesen einen Dupser raufgegeben von dieser Danessa Myricks Primer, diesen Color Fix Nudes. Und ziehe mir damit, eigentlich würde ich es zuerst mit einem Gesichtsreiniger machen, aber ich mache es jetzt, also zuerst mit einem Gesichtsreiniger formen und dann, ich habe ein Video dazu, ich verlinke es euch hier, wie ich das mache normalerweise, aber jetzt mache ich es nur damit. Und ziehe mir damit, ich versuche es, einen Liner. Gut, dass man das sieht, Frau. Dieser Eyeliner soll nämlich eigentlich nur als Unterlage dienen, für was nachher folgt. Oh oh. Was führst du auf? Ach, ich nehme es jetzt so. Ich mache schnell den zweiten. Drückt mir die Daumen, dass das auch was wird. Habe ich eigentlich den Ton eingeschalten? Diesmal hoffentlich schon. Schon auch. Wir nehmen die Eyeliner, wie sie sind. Stellt euch vor, ich mache das 2 Tage hintereinander. Ja, also. Und jetzt tue ich auf diesen Eyeliner. Oh, ich freue mich schon so. Meine Augen freuen sich nicht so. Und die meisten werden schimpfen und sagen, Bibi, wieso machst du das mit deinen Augen? Aber es muss sein. Wir brauchen mehr Glitterflitter in meinem Leben. In eurem Leben, in unserem Leben. Auf jeden Fall von Give Me Glow Cosmetics. Ich liebe die Scheißerchen. Die Farbe Roses Remix. Die sieht so aus. Ein so wunderschöner Glitterflitter. Mit einem abgeschrägten Pinsel nehme ich mir dieses Glitterflitter und setze es mir auf den Eyeliner. Und ich mache es aber ohne ihn anzufeuchten. Es muss reichen mit dieser Base. Und das sind definitiv so Glitterflitter, also Glitterflitter, das sind so Schimmerglitterfarben, die man unbedingt erst
machen sollte, also man sollte unbedingt das Augen-Make-up erst machen, weil sonst hat man das ganze Glitterflitter überall. Seht ihr das, wie schön das ist? Oh, ich lieb's. So. Könnt ihr erkennen, wie schön das ist? Das ist so schön, dieses Glitterflitter. So, ich wollte euch nur ganz schnell das Glitterflitter aus der Nähe zeigen. I mean. A dream come true. Nur so besser wie. So, aus dem Handyvideo wieder zurück. Und im Handyvideo habt ihr wahrscheinlich auch das Glitterflitter gesehen, was im Gesicht liegt und so weiter besser. Jetzt kommen wir aber zur Basie Macy. Was ist eine Basie Macy? Wir machen jetzt Basie. 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 Because you know I'm all about that bass. Und ich nehme, und das Video wird so ein Kuddelmuddel aus High-End-Drogerie sein und so weiter. Ja. Und zwar fange ich an mit meinem geliebten NYX Plump Right Back Primer. So, oh, ich liebe diesen Primer, weil er dieses Sticky, und ich glaube, dieses Sticky-Ding ist auch der Grund, dass die Foundies bei mir auf der Nase halten. Foundation. Als Foundation möchte ich... Vor allem nicht Foundation. Es ist Silvester, wir wollen glühen. Na, glühen willst du nicht. Leuchten. Leuchten. Give me glow. Und deswegen Soft Glam Filter. Verkehrt rum. Soft Glam Filter von Catrice. Überall hin. Überall hin. Mache ich normalerweise nicht. Ich tue es am liebsten in die Foundation reinmischen. So. Aber ich glaube, das reicht, oder? Immer noch ein bisschen? Nein, das reicht. Auf der Stirn hast du zu wenig, aber deine Stirn solltest du nicht betonen, Frau. Mit einem Los Pinsel, mit einem Pinsel breite ich. Breitest du das aus? Konzentriere dich ein bisschen. Ausbreiten tue ich mich hier sowieso. Ich muss mich gar nicht ausbreiten, ich bin breit. In vielerlei Hinsicht. Nur nicht in der einen Hinsicht bin ich nicht breit. In der nicht. Auf jeden Fall, ja, blende ich mir das aus. Oma, ich breite das aus und dann bin ich gleich wieder da. Please hold the line. Als Foundation darf es heute sein die NARS Light Reflecting Foundation. Ich habe sie in der Farbe Deville. Die hier. Auch so ein Teil, wo ich sage, ich glaube 50 Euro, 52, keine Ahnung. Wartet. Es sollte zu sein, oder? Das muss nicht sein. Das habe ich nämlich auf Instagram erwähnt. Ich liebe Charlotte Tilbury Sachen. Aber das geht halt nicht. Das hier. Oh Gott, ich muss nur aufpassen. Das hier. Geht von alleine auf. Seht ihr das? I mean, ein bisschen mehr kann man sich für den Preis erwarten. Aber okay, ich habe das jetzt echt schon lange und irgendwann gibt auch das seinen Segen auf. Seinen Geist auf. Diesmal nehme ich mir nicht die Mixed Palette, ich tue es gleich auf die Hand. Und heute machen wir es einfach auch ein bisschen deckender. Es ist ja Party. Gut, dass du nicht wirklich zu einer Party nachher gehst, aber egal. Übrigens, ich hänge zurzeit total ständig auf, also ständig, ob ich am Klo bin, ganz gefährlich im Bett, mein Schlaf ist, wird ständig behindert. Ich werde ständig am Schlafen gehindert, deswegen habe ich aufgehört, im Bett das zu tun. Die glauben jetzt... Nee, es geht einfach nur um TikTok. Und bei mir kommen halt, wenn dann Make-up, Tiere und lustige Sachen kommen bei mir hauptsächlich. Dreimal dürft ihr raten, wer einfach aufgehört hat zum Sprechen. Auf jeden Fall, ja. TikTok hat auch so einen Algorithmus und der zeigt dir ganz genau anhand dessen, was du so geschaut hast und so weiter und im
Hintergrund am Handy alles so schaust und Leute. Und an dessen zeigt er dir, gibt er die Vorschläge und Videos. Bei mir sind es eben Tiere, Make-up, Kochen in letzter Zeit auch, immer wieder auch Kochen, also Rezepte, so. Auf jeden Fall Make-up. Make-up auf YouTube, wenn es um bestimmte Dinge geht, nehme ich gar nicht ernst. Teilweise bringen sie mich auch zum Lächeln, Lachen und mir ist klar, das Ganze ist so gemacht, dass es, das macht man, um kurzweilige Trends zu setzen, um in die Trends zu landen, um Klickzahlen zu generieren, um Follower zu generieren, das ist mir alles klar und so weiter, wie das System Instagram, YouTube, TikTok funktioniert und so weiter. Und oft denke ich mir, wenn ich wieder was sehe. Und was ich echt mittlerweile nicht mehr sehen kann, weil es einfach zu viel davon gibt. Mir ist klar, diese Leute verdienen ihr Geld damit und so weiter. Meins wäre es nicht, auch wenn ich Geld damit verdienen würde. Mein generell TikTok ist, was das betrifft. Vielleicht mache ich deswegen so lange Videos auf YouTube, weil ich den Kampf ansage gegen diese kurzen Videos und dass die Leute sich wieder anfangen, mehr zu konzentrieren. Genau das ist der Grund. Nicht, dass du einfach da viel balaberst. Und was wollte ich sagen? Deine Bomberl fallen hier runter. Und mir ist das eben klar und so weiter, aber teilweise denke ich mir beim Make-up schon, da gibt es eben Sachen, die kann ich nicht mehr sehen. Diese Punkte, Striche, Striche, Make-up-Sets-Methoden. Und vor allem geht es oft um Bronzer, Contouring, Blush und so weiter. Fange ich gar nichts damit an. Jetzt nehme ich den Catrice Meldezahn Bronzer. Fange ich gar nichts damit an. Wie gesagt, mir ist klar, warum man das macht, wie das funktioniert. Aber ich habe schon so viele Make-up-Artists getroffen, mit Make-up-Artists zusammengearbeitet. Gesprochen, man unterhält sich auch und so weiter. Keiner, wirklich keiner wendet diese Methoden an. Und vor allem das Neueste, was ich gesehen habe, wo ich schmunzeln musste, war aufs ganze Gesicht Bronzer, glaube ich, oder war das Kontur aufs ganze Gesicht statt der Foundation, im ganzen Gesicht. Und dann setzt man sich mit Foundy, Concealer, wie wer will, die hellen Flecken erst recht wieder dorthin, wo sie sind. Hier, da. Dann hat man also eine Schicht Bronzer unter der Foundation, wo ich eigentlich nur Foundation hätte, wenn ich gleich nur Foundation raufgegeben hätte. Am Schluss kommt nämlich dasselbe Ergebnis raus, wie wenn man das Foundation und dann Bronzer macht. Oder was habe ich noch gesehen? Ein Mädel, genau. Habe ein Mädel gesehen, die hat sich hier in Striche ihre Kontur gesetzt. Das sah toll aus, keine Frage. Von vorne sah das so toll aus, aber von der Seite hat man dann sehr wohl gesehen, es hat irgendwas Skeletorhaftes und deswegen macht man sowas eher bei dieses Konturen da runtersetzen und vor allem da komplett runtersetzen, macht man eher bei Skulls, also beim, wenn man einen Schädel zu Halloween macht und so weiter. Also, ja, also ich nehme das Ganze nicht ernst und ich will es euch halt auch mitteilen. Das Ganze ist wirklich nur darum, Trends zu setzen und Klicks zu generieren. Oder eben dieses Überbelichtete. Leute, dieses Überbelichtete. Ich habe extra dieses Ringlicht hier in der Mitte weggegeben, weil mir dieses Überbelichtete, ich wollte es nicht mehr. Ich habe auch Licht hier und so weiter, aber mir ist wichtig, dass man so halbwegs sieht, so halbwegs. Aufgrund der Lichter sieht man es komplett nicht. Deswegen ist mir auch bei Foundy-Videos wichtig, euch immer auch die Handy-Videos zu zeigen. Du quatschst schon wieder so viel. Ich muss versuchen zu quatschen und zu blenden. Habe ich meine Stirn schon gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, nein. Aber vor allem, ich verkrafte die mehr. Vor allem dieses übergeblendete, zu viel des Guten. Man sieht das, man sieht die Haut gar nicht mehr. Man sieht, dass die Haut nicht mehr, das ist, für mich sieht das dann aus wie tote Haut, weil man erkennt keine Bohre mehr, keine Falte mehr. Und vor allem, ich weiß ja, dass das in echt nicht so aussieht. Ich weiß, dass das in echt nicht so aussieht. Jeder von uns weiß das, dass in echt nicht so aussieht.
Auf Instagram zum Beispiel stehe ich total für mehr Realität. Ich zum Beispiel zeige mich auf Instagram komplett ungefiltert, meistens auch ohne Make-up leider, im Live-Video. Ich war so glücklich mit mir selbst, mit meiner Haut war ich glücklich und so weiter und konnte das demonstrieren, dass ich auch kein Problem damit habe, mich live zu schminken, damit ihr seht, wie ich wirklich ausschaue, wie das wirklich ausschaut, wenn das nicht so belichtet ist und so weiter. Ja, und ich finde, das sollten halt viel mehr Peoples machen. Viel mehr, weil ich, ja, aber ich glaube, ich bin im falschen Zeitalter. Ich würde gerne mehr Realität, aber es wird immer mehr verfiltert und so weiter. Und ja, ich glaube, ich muss lernen, dass das einfach, dass wir jetzt in so einem Zeitalter angekommen sind. Das wird halt schwer für mich. Auf jeden Fall, ich möchte jetzt endlich, sie liegt jetzt so lang da, die Danessa Myricks Blush Palette. Und ich möchte jetzt endlich, und da ich die aber auch an anderen nutzen werde, fahre ich da mit so einem Stiel hinein, also mit so einem, mir fällt das Wort jetzt nicht rein, diese, was man, Spateln. Möchte ich endlich den testen. Und ich werde in dieses gehen, in diesen hier. Das ist dieser Cream Lip and Blush Palette. Ich habe ihn mir auf die Hand gegeben. Die Farbe ist schon mal voll meins. Ich arbeite ihn mir aber ein. So, und hoffe, dass ich ihn mir genug in die Hand eingearbeitet habe. Und habe kein Concealer oben. Aber die Farbe ist schön. Das mit Concealer machen wir gleich. Aber das mit der Farbe ist schön. I like it. Und wie gesagt, nach vorne hin ausblenden, damit es nicht so balkig wird. Farbe ist schön. Aber die Farbe, also die ist schon mal schon sehr schön. Auch die Peachfarbenen finde ich so schön. Auch der Pinke im Sommer sicher voll feini. Aber diese auch wunderschöne. Wunderschöne. Nach und nach muss ich sie alle testen. I love them! Sie hat nur einen getestet und love them schon. Ah, Wahnsinn. Auf jeden Fall Concealer. Und dann nehme ich wieder den Max and More. So, tue ihn mir wieder auf die Hand. Gehe wieder in diesen Pinsel, weil Concealer kann ich noch immer nicht viel nutzen, weil ihr seht ja, wie geht. Vor allem diese Seite. Ich glaube, ihr seht, wie rot das ist, entzündend das ist und so weiter. So, und setze ihn mir eben dorthin, wo ich ihn haben will. So, ich habe da unheimlich blaue Schatten. Die muss ich abdecken. Jetzt muss ich da etwas vorsichtiger sein, weil ich hier das Blush schon oben habe. Aber heute muss ich nicht so ganz raufgehen. So. Ja, es geht halt nicht. Ich kann leider nicht mehr, weil am Ende ist die andere Area für mich doch sehr wichtig, weil sonst kann ich wirklich bald keine Videos mehr machen. Ja, vielleicht wollen sie, dass du keine Videos mehr machst, Frau. Aber auch das werde ich ganz leicht alles einarbeiten. Ich tue jetzt schon im feuchten Zustand, wo das noch nicht gesättet ist, einmal so zusätzlich noch Feuchtigkeit dazu rauf. Da habe ich nichts. So. Muss überall sein. Der Feuchtigkeit einen extra Schuss Feuchtigkeit zu geben. Um der Haut einen extra Schuss Feuchtigkeit zurückzugeben. Und auch die Produkte sind. Lass das ganz kurz einwirken. Und geh nochmal mit leicht tupfenden Bewegungen. Arbeite ich mir das auch wieder ein. Mach die Haut saftiger, juicier und so weiter. Und vor allem wirklich das MAC Fix Plus. Nutze ich hauptsächlich, weil es wirklich wunderschön das Pudrige verbindet mit den Foundation-Sachen, aber auch immer zwischendurch und so weiter, um der Haut so einen extra Kick Feuchtigkeit zu geben. Jetzt tun wir das Ganze setten. Ich habe mir das schon hergerichtet. Mein Laura Mercier-Puder unter den Augen kann ich wieder nur ganz leicht setten. Ich klopfe mir das immer in den Deckel, da in den Pinsel arbeite ich mir das Puder immer so ein. Tue es auch ab. Hauen, abklopfen, damit nicht so viel drauf ist.
Und setze mir das jetzt hier. So. Ah, genau. So, dann komme ich zum nächsten Puder. Und zwar das Rodial. Das Glasspowder. Ich liebe es auf meiner Nase und in den Bereichen in der Nase, an den Wangen hier und an der Stirn, weil es so airbrushend ist. Airbrushend und es ist auch sehr mattierend. Eigentlich würde ich es nicht nutzen, aber dadurch, dass ich es nur in den Bereichen nutze und eben nicht viel, ich nehme gleich denselben Pinsel, das tue ich da, habe ich das genauso eingearbeitet in den Pinsel. Durch das, weil die, ich kann nicht sagen verstopft, aber es airbrushed genau diese Stellen zum Beispiel, wo man Poren hat oder so. Ich liebe dieses Puder. Am ganzen Gesicht ist dieses Puder toll bei öliger Haut, also weil es wirklich schön mattiert. Aber ich mache das eben nur an diesen Stellen. Es ist translucent, aber hat doch ein bisschen Farbe und deswegen, also mit dem sowieso nicht, würde ich nie meine Under Area setzen. Aber hat man eine sehr ölige Under Area und so weiter, kann ich mir schon vorstellen, dass das gut funktioniert. Aber das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Aufs restliche Gesicht durch, ich weiß, was Puder betrifft, bin ich echt kompliziert, aber das sind halt so meine, wie kann man sagen, meine Art Make-up aufzubauen, um das langanhaltend und schön aussehen zu lassen. Ich meine, in echt sieht man, dass das Make-up ist. In echt sieht man, dass das Make-up ist, dass es ja nicht natürlich ist. Gehe jetzt aber wieder ins Translucent Powder von der Laura. Oh, das war zu viel, Frau. Ey, ihr Bente. Auch dieses arbeite ich in dem Deck mit dem Pinsel ein und damit sette ich den Rest noch. Und deswegen Translucent und diesmal eben nicht mein MAC-Puder, weil ich ja schon mit farblichen Cremeprodukten davor gearbeitet habe. Und mit einem farblichen Puder würde man das ja wieder abdecken. So. Als letzter Schritt wieder ein Puder, I'm so sorry. Das Shiseido. Shiseido Synchro Skin. Dieses. Das hat einen so schönen, zarten Sheen. Man kann ihn natürlich auch als normales Setting-Ding, da ist es. Da ist mein Scheißerchen, eine andere Puderquaste von Shiseido. Und jetzt wollte ich euch zeigen, ich kann auch keine kleinen aufgrund meiner Hand. Ich kann damit, der Knubbel ist sehr dick. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe ja diese Fingerspitzen nicht. Abgesehen davon habe ich von Haus aus fette die Fingerspitzen und nicht schöne Daumen auf der Fingerspitzen. Und ich komme mit diesem Ding, weil das so dick ist, stellt euch vor, macht so. Und dann macht es so. Und das ist das, was ich teilweise habe, dem einen weniger. Und dann habt ihr so dicke Trümmer. Und jetzt bin ich schon von Haus aus dick und meine Finger sind auch noch dicker. Dann habe ich da auch so ein Fleischding so umgespalten bei der Geburt bekommen, damit das ja noch dicker ist, damit ich mal Make-up mache und aber genau keine Puffs verwenden kann. Keine Puffs. Powder Puffs. Und ich komme so schwer daher und kann es mir schwer da einklopfen und deswegen nutze ich das nicht. Und mit links bin ich ja behindert. Das ist, ich meine im Sinne, ich bin mit links behinderter, als ich tatsächlich rechtsbehindert bin. Ich kann es nicht erklären. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, zu lernen, mir links einen Eyeliner zu ziehen. Auf jeden Fall gehe ich in dieses Puder. Da war's der klopfe mir, aber da bei dem Puder ist so ein ganz feines Netz drinnen. Klopfe mir. So ganz, ganz wenig Produkt ist das. Ganz wenig. Das arbeite ich mir in meinen wunderschönen, ich liebe diesen Smashbox Brush liebe ich, weil er so fluffig ist, so breit, so Dings für Finishing Powder. Und das setze ich mir als Finishing Puder, weil es einen wunderschönen Sheen hat, einfach nur so komplett drüber. Er ist noch sanfter vom Sheen her wie der von Hourglass. Noch sanfter, also wirklich so ein gesunder, schöner, sanfter Glow. Also noch sanfter wie das von Hourglass.
Oh Gott, du hast vergessen. Na, egal. Normalerweise hätte ich zuerst noch bronzen müssen und blushen müssen. Bibi, wenn sie den Kopf einschaltet. Nicht einschaltet. Da dieses Finishing Powder jetzt so schindings ist und ich vergessen habe, dass ich vorher mein Gesicht bronze und blushe, nehme ich einen Bronzer, der Sheen hat. Vor allem, wir wollen ja glowy. Also kann das auch sein. Und den setze ich mir, ja, ihr wisst, wo Bronzer hingehört. Damit der Sheen eben bleibt, weil ja, normalerweise würde ich erst bronzen, blushen und dann dieses Sheen, die Produkte von Shiseido nutzen. Als Blush nehme ich den Warm Soul von MAC. Der ist bald alle. Ja. Und jetzt sind wir aber nur ganz sanft. Weil auf den Augen so Krawabum ist, will ich nicht auch noch auf den, will ich nicht auch noch auf den, wie heißt sie, im Gesicht Krawabum haben. Sagte sie, und hat 17 Produkte um. Den Essence Make Me Glow Baked Highlighter. Der ist sehr sanft, deswegen nehme ich den. Und wieder nur ganz leicht und sanft. Natürlich, es ist Silvester, wir könnten natürlich noch mehr drauf packen, aber das machen wir jetzt nicht. Also ich mache es nicht, weil ich feiere nicht wirklich Silvester heute. Du gehst nachher nur so mit dem Filou aus. Oh Gott, wenn du heimkommst, wird da nichts mehr oben sein von dem. Draußen stürmt und regnet. So, jetzt nochmal Sprühli. Wieder ein bisschen eindingsen lassen. So, und wieder, nachdem es ein bisschen getrocknet ist, alles wieder ein bisschen einarbeiten. An der unteren Augendings noch. Ich starte mal und mal gucken, wohin es uns führt. Vielleicht kommt auch noch Schwarz dazu, ich weiß es nicht. In dieses Violett wieder. Klopfe mich vorsichtig ab, also ordentlich, weil ich es ja nicht überall haben will. Und setze mir, oh ja, das sieht man, sorry. Und setze mir den an die untere, ans untere. An den unteren Wimpernkranz, ans untere Augenlid. Wir haben ja nicht nur das obere, wir haben auch das untere Augenlid. Das ist ein Stiefkind. Aber ich muss sagen, die Palette funktioniert, also zumindest diese zwei Farben, hat noch sehr gut funktioniert. Ja, oh Gott, ich bin auch so dumm. Natürlich, wenn diese TikTok-Videos mit diesen Punkti, Punkti, Striche, Striche, wenn euch das gefällt und ihr es probiert habt und euch taugt, diese Art Make-up zu platzieren oder also Make-up zu machen, dann bitte, bitte tut das, wenn es für euch funktioniert und so weiter. Ich versuche mal beige. Na, oh ja, das Helle hat schon was. Also beige von, wie heißt's? Nabla Cupid's Arrow, die Farbe ich. Oh Gott, Leute. Nummer 8 Ivory. Das ist so ein ganz heller Kajal. Ich finde, es macht das Ganze freundlicher. Ich will nicht schon wieder schwarz. Hallo Zoom! Ich will nicht schon wieder schwarz, alles dunkel und so weiter. Wir wollen ein bisschen freundlich ausschauen. So, damit diese Kante, ich habe da ein bisschen übertrieben mit dem Ding, damit das aber wieder schön violett ist, gehe ich in diese Matt Moskowitz heißt die Farbe übrigens, und
du mir das wieder ausbessern, wo das so hell geworden ist? Oh Gott, bitte Sohn, bleib, wo du bist. Ja, und verdichte mir gleich den Wimpernkranz auch damit. Dann wird das Ganze auch intensiver da unten. Als Inner Eye Corner, ich nehme jetzt einen, der, wo ich denke, dass er relativ silbrig wirken könnte, damit es dazu passt, farblich und so weiter, nehme ich diesen Catrice Cosmetics Glow Mineral Highlighter Powder. Also ihr könntet hier jetzt auch noch, weiß ich nicht, eine Spitze kreieren in diesen lila Ton oder so, aber ich mache es lieber mit Highlighter. Ich hätte vielleicht auch einen goldigeren nehmen müssen, weil die Farbe ist so Roségold. Egal, wir lassen es jetzt so. Nee, mir ist das zu silbrig. So, dann überdecken wir es mit. Oh Gott, wieso habe ich den eigentlich nicht in meine Drogerie-Highlights gegeben, Drogerie-Favoriten? Den Modern Glow Highlighter. Den hier. So, ich setze mir den jetzt da drüber, möge es etwas goldiger wirken. Oh, das war zu viel. Oder ich tue mir das ein bisschen ausblenden. Genau, ein bisschen aussoften. Ja, egal, lass es jetzt. Ich dusche mir schnell die Wimpern, mache Lashes, ja, klebe Lashes und bin gleich wieder da. Oh Mama! Anziehen wäre was. So, da ist sie wieder mit Fake Lashes und ja, vergessen wieder und habe mir die Lippen schon umrandet und wollte eigentlich was Nudiges in die Mitte geben, weil das optisch ja die Lippen vergrößert, wenn ihr zum Beispiel da, und es vertieft die Lippen so nach innen, ich kann es nicht erklären, wenn ihr da am Rand den Lip Liner, ich habe ihn jetzt rundherum und dann habe ich ihn hier in die Ecken und hier in die Ecken gegeben und wollte in die Mitte was Helleres setzen, aber dann habe ich gedacht, nee, und habe vergessen eben, dass ich die Kamera aufdrehe, dass ich hier eigentlich ein Video mache für andere, nicht für mich, ja. So, und auf jeden Fall habe ich mir hergerichtet den. Ja, und die Lashes sind übrigens die 120 von Demi Wispies. Nein, von Adele, die Demi Wispies in 120, falls sie überhaupt Demi Wispies heißen. Wie heißen sie? Ich blende euch ein Bild ein, wie sie aussehen. Also ich würde da selber jetzt persönlich eigentlich eher was Nudiges nehmen. Ja, ich nehme, ja, das wollte ich sagen, den Uncuffed, glaube ich, heißt der von Fenty Beauty. Das ist ein schöner Mauve-Ton. Na, ich hätte vielleicht doch einen anderen nehmen sollen zu den Augen. Egal, wir lassen es jetzt bei dem. Das ist so ein bräunliches Mauve. Ich kann es nicht erklären. Ich hätte jetzt viel lieber eher etwas Mauvig-Mauviges, aber ich wollte jetzt nicht. Der Profi-YouTuber wollte jetzt nicht herumkramen. Und Ohrringe, ja, passen sie dazu oder nicht? Es sind so roségoldene von Gott. Also die gibt es nur in Österreich, glaube ich. Diese Marke Luna. Ich glaube, ich habe diese Teile, weiß ich nicht. Ich habe 90 Euro gezahlt oder 100. Ich habe keine Ahnung. Und habe sie zweimal oben gehabt. Und ich habe die gekauft vor, weiß ich nicht, glaube ich, 10 Jahren. Ne, zwei, dreimal habe ich sie oben gehabt. Dabei sind die so schön. Aber weiß nicht, vielleicht ist es mir mittlerweile zu viel Funke. Aber es geht ja gar nicht um die Ohrringe hier. Oh. So, das war der Silvester-Look. Ja, mir gefällt der und ich würde sowas auch zu Silvester tragen, aber ich würde sowas auch bei einem Abend-Make-up tragen und so weiter. Für mich ist das völlig okay. Ich wollte euch unbedingt noch für die positive, euer positives Feedback zum letzten Video, wollte ich unbedingt noch Danke sagen. Ja, bei Ungerechtigkeit und so weiter bin ich jemand, der sein Maul aufreißen muss und eben wenn er etwas nicht okay findet, dann sagt er das auch. Also so bin ich halt bei Ungerechtigkeit und ja, was ich in dem Sinne sagen möchte, ist, dass geht zu euren Lieblings-YouTubern, Lieblings-Content-Creatern und so weiter, schreibt ihnen, wie toll ihr sie findet,
Schickt ihnen Liebe und schickt ihnen positive Energie, auch in meinem Namen. Ihr könnt sie gerne grüßen lassen von mir. Ich glaube, jeder Content Creator, weil ich sehr dankbar bin für eure Kommentare, eure lieben Kommentare und immer sehr gerührt bin davon, wie ihr als Community für mich seid und wie wichtig ihr für mich seid. Mit vielen habe ich privaten Kontakt, wir schreiben sehr viel und so weiter. Also ich schreibe mit vielen und so weiter über YouTube hinaus und ich liebe das und ihr seid halt meine Make-up-Family und so weiter, Leute, mit denen ich mich über Make-up austauschen kann und lasst den anderen YouTube-Creatern gerne euren Lieblingen und so weiter, lasst ihnen Liebe da, ich glaube, sie brauchen das ab und zu und ich glaube, jeder braucht das ab und zu und umarmt und drückt eure Liebsten und so weiter, aber das muss ich euch nicht sagen, das tut ihr sowieso und ja, ich glaube, das war's mit dem Video. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet ein wundervolles Weihnachtsfest oder habt noch immer ein wundervolles Weihnachtsfest. Und ja, und sage vielen, vielen Dank für alles, für euren Support, eure Liebe, eure Geduld, eure Zeit, vor allem für meine Videos, eure Zeit, danke. Und ja, bin dann mal weg, schicke Liebe, schicke positive Energie und tschüss. Winke, winke. War das alles? Nein, du hast Settings voll vergessen. Bei dir muss ich es jetzt eh nicht halten. Ein bisschen Glow muss sein. Dann ist die Welt ganz wunderfein. Hi, Philu!